Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Im Jahr 2013 wurden rund 53.000 Personen verurteilt, die Delikte mit Betäubungsmitteln begangen haben. Ein anonymer Notruf führt Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert und Kriminaloberkommissar Linus Haje jetzt zu drei überfallenen Mädchen. Was gibt's denn hier jetzt Schönes? Wir sind hier, weil hier einige Mädchen offensichtlich betäubt, mit welchen Mitteln auch immer, aufgefunden wurden. Und wir wollen uns natürlich jetzt mal um die Situation kümmern. Ja, also Stand der Dinge ist, wir haben ja drei bewusstlose Mädels. Ja. Die Sunnies haben vermutet, dass K.O.-Tropfen im Spiel sind. Daraufhin haben wir uns umgeschaut und hier ungefähr haben wir dann K.O.-Tropfen gefunden. Okay. Der Kollege hat die sichergestellt. Das ist in diesem Fall dann eine Sache für uns, also für die Kripo. Schließlich sind K.O.-Tropfen im Spiel und K.O.-Tropfen fallen unter das Betäubungsmittelgesetz und schon sind wir im Boot. Hallo, grüß dich. Hallo. Hey, hallo. Zwei Frauen. Hallo. Drei. Drei. Ja, drei junge Damen, nicht ansprechbar, riechen nicht nach Alkohol. Der Kollege hat die Energy Drinks da gesichert schon für euch. Wir versuchen die jetzt ins RTW zu verbringen und weitere Behandlungen dann zu machen. Ich habe noch was gefunden. Und was habt ihr? Gamma. Gut, ja, das sieht aus wie K.O.-Tropfen. Ne? Aber wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig. Ja, müssen wir natürlich KTU-mäßig untersuchen lassen im Labor. Ja. Ja, nimm's mal erstmal. Das habe ich auch von mir. Haben wir irgendwas an Personal? Das lag da vorne, ne? Noch gar nichts. Das lag da vorne in der Ecke, ja. Alles klar. Zum jetzigen Zeitpunkt steht natürlich noch nicht fest, ob diese Gegenstände hier auch was mit dem Zustand der Mädchen zu tun hat. Aber der Verdacht ist sehr groß, dass es sich hier um K.O.-Tropfen handelt. Wir müssen das natürlich noch labortechnisch untersuchen lassen. Das ist aber echt nichts Lebensbedrohliches hier, oder? Sie sind alle soweit ansprechbar, reagieren auf Schmerzreize. Wir verbringen sie ins Auto und dann aber in die Klinik. Alles klar. Okay. Wir müssen gleich noch ein RTW nachbestellen, weil jetzt sind zu viele für uns. Habt ihr euch die Klamotten ja schon mal angeguckt? Die sind ja ein paar Taschen rum. Nein, aber noch gar nichts gemacht. Nee. Wir haben dann die Taschen der Mädchen durchsucht, was aufgefallen ist. Also in fast allen Taschen waren offensichtlich neue Klamotten mit den Originalpreisschildern noch dran. Wertgegenstände, keine Handys in den Portemonnaies, kein Bargeld oder EC-Karten auch nicht. Also das ist schon sehr ungewöhnlich. Wenn ich shoppen gehe, muss ich damit irgendwas bezahlen. Hier, Jasmin Schlosser, da ist auch ein Ausweis, das ist auch besser. Wer ist das? Welche ist die Jasmin Schlosser? Wer ist, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Dunkelhaarige. Ja, genau. Dunkelhaarige, okay. Grüß dich, Jasmin. Ja. Also bitte Namen merken gleich für die Probe. Zum Glück war in einer Tasche noch ein Portemonnaie mit einem Ausweis, sodass wir den Namen zumindest einer der Geschädigten hatten. Und wir sind dann über die Schutzpolizei an die Mutter herangetreten, die dann von der Schutzpolizei alarmiert wurde und vor Ort erschien. Sie sind wer? Bianca Schlosser. Frau Schlosser, wunderbar. Meine Tochter. Haje, Kripo Duisburg. Ja, kümmern Sie sich eben um mich. Natürlich, natürlich. Puls und Atmung sind soweit okay, ihr geht's gut. Aber sprechen wir jetzt hier nicht können. Oh mein Gott, was ist denn passiert? Was? Sind Sie die Mutter? Ja. Wir wissen es auch noch nicht 100%, aber es sieht aus, als ob hier K.O.-Tropfen im Spiel waren. K.O.-Tropfen? Ja. Kennen Sie die beiden anderen Mädchen? Können Sie da mal eben kurz einen Blick drauf werfen, weil wir wissen im Moment noch nicht, wer das ist? Die sind aber sonst soweit stabil, aber halt nicht ansprechbar. Melissa Wilms und Luise Franken. Melissa Wilms. Sie scheint es am schlimmsten erwischt zu haben gerade. Okay. Haben Sie zufällig, kennen Sie die Eltern oder haben Sie Telefonnummern von den Eltern? Ja, haben Sie? Natürlich. Den Rucksack nimmst du gleich mal mit, bitte. Wir gehen schon mal mit der Erstpatientin hoch. Ja, ist recht. Die Mutter des einen Mädchens konnte uns gut weiterhelfen, weil sie konnte auch dann uns die Namen der anderen beiden sagen und sagen, dass die zusammen auch zur Schule gehen, praktisch in einer Klasse sind. Und das war für uns natürlich schon mal erstmal ein wichtiger Hinweis, dass hier das alles zusammengehört, mehr oder weniger. Die Eltern von den anderen beiden werden auch alarmiert bzw. angerufen, dass sie dann möglichst auch hierher kommen oder zumindest Kontakt aufnehmen. Okay. Die Kommissare gehen davon aus, dass eine vierte Person den Mädchen die K.O.-Tropfen durch die Getränke verabreicht hat, mit dem Ziel, sie zu bestehlen. Ein weiteres Mädchen in Not reißt sie aus ihren Ermittlungen. Ich hab die informiert, ja. Was macht die denn da? Ist die da? Oh, komm her. Ist die da? Scheiße. Machen Sie keinen Blödsinn!
Selbstverständlich sind wir sofort reflexartig zu der Frau hingelaufen, weil hier offensichtlich eine gefährliche Situation vorlag. Die Frau hätte jederzeit auch ins Wasser stürzen können und sich den Hals brechen. Also das wollten wir natürlich in jedem Fall verhindern. Deswegen war uns das jetzt erstmal in dem Moment wichtiger, da die Gefahr abzuwehren, als hier die Straftat weiter zu verfolgen. Hallo, was ist denn los? Na, alles gut? Willst du damit vielleicht mal runterkommen? Das sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus. Kann das sein? Mann, Mann, Mann. Mein Kollege hat das dann ganz clever gemacht. Er hat sie abgelenkt, hat sie in ein Gespräch verwickelt. Das hat sie auch aufgenommen. Die beiden waren dann, sag ich jetzt mal, spielerisch am Flirten. Und sie war so auf meinen Kollegen fokussiert, dass ich die Möglichkeit hatte, mich unbemerkt von ihr so langsam mal in den Hintergrund zu schleichen, sodass ich dann zum Glück, dass sie dann zwischen meinem Kollegen und mir war und ich die Chance hatte, sie dann von hinten zu packen und runterzuholen. Ja. Komm. Nein. Hey, komm. Nicht so grob! Hey. Mann, Mann, Mann! Hey, Jungs, kommt doch lieber rauf! Komm doch rauf! Nehmt ihr die mal mit? Hallo! Nach Einschätzung der Beamten gehört das Mädchen zur Clique, denn auch sie scheint sich in einem Rauschzustand zu befinden. Hey, könnt ihr mal kurz schauen? Hallo! Anna, was machst du denn hier? Schau mal bitte nicht hier an. Kennst du die? Hallo? Anna, das ist auch eine Klassenkameradin. Die gehört zu der Clique dazu? Ja. Der nächste Ermittlungsschritt, der für uns jetzt wichtig war, war herauszufinden, von welchem Ort und welche Person auch hier diesen anonymen Anruf abgesetzt hat. War es eine Frau, war es ein Mann, jung, alt und welchen Ort vor allen Dingen. Das war jetzt für uns erstmal wichtig herauszubekommen. Deswegen habe ich auch meine Leitzentrale deswegen per Funk verständigt. Der Anruf muss in unmittelbarer Nähe von euch sein. Da muss es irgendwo in der Nähe einen Funkfernsprecher geben, also ein öffentliches Telefonzelle. Guckt euch mal um, ihr müsst da ganz in der Nähe sein. Haben wir, danke. Was ist los? Ist eine öffentliche Telefonzelle hier in der Nähe. Von da, wo der Anruf gekommen ist? Um den Tathergang aufzuklären, suchen die Ermittler nach Spuren der anonymen Notrufgeberin. Und tatsächlich entdecken sie wertvolle Hinweise. Kim Heinze. Kundenkarte von Fashion Boutique Lola. Auch neue Klamotten und so ein Krams. Ja, die gehört auch dazu, oder nicht? Das könnte sein. Was ist denn das noch? Ja. Die Tasche, die wir an der Telefonzelle gefunden haben, ließ uns aufhorchen, weil die Sachen, die wir in dieser Tasche gefunden haben, sich mit den Tascheninhalten der gesamten anderen Mädels ähnelte. Also da war wohl schon ein Zusammenhang. Es war auch eine Kundenkarte drin mit einem Namen. Und die Frau Schlosser wiederum, die uns diese hilfreiche Mutter, kannte auch diesen Namen. Auch dieses Mädchen gehört zu der Clique. Und auch da konnte Frau Schlosser uns weiterhelfen. 1163. Ich ruf doch mal an, oder? Ja, aber auch noch mal. Das scheint dir zu gefallen, ne? Ist das hier so ein Ding, wenn man hyperventiliert? Nein, wenn man hallo? Ah, okay. Hallo? Mit wem spreche ich? Ja, Fräulein, 280 bitte. Hallo? Ja, ich kann gerade nicht. Hallo, hier ist die Kriminalpolizei. Ja, hallo. Ich kann gerade nicht. Ja, Entschuldigung, ich habe nur Gas getankt. Ich habe noch was. Kann ich bitte vor? Ich habe es eilig. Ja, klar. Hallo? Ich möchte gerne. Sind Sie die Kim? Bin ich jetzt, sag mal. Irgendwo eine Kasse, irgendein Vogel erzählt, er hätte Gas getankt. Egon für 3212. Eine Handyortung würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher bringt Norbert Meinert über die Leitstelle in Erfahrung, welche Tankstellen in ihrer nahen Umgebung auch Autogas anbieten. Auf diesem Wege will der Kriminaloberkommissar so schnell wie möglich der Notrufgeberin auf die Spur kommen. So, im Philosophenweg, das ist keine 200 Meter von euch, da gibt es eine Tankstelle, die angeblich auch laut meiner Unterlagen hier Gas verkauft. Okay, dann gehen wir da mal eben hin. Wir haben uns dann direkt auf den Weg zur Tankstelle gemacht, die uns Egon auch per Funk praktisch mitgeteilt hatte. Und wir sind gar nicht so weit gelaufen und dann geschah wieder was Überraschendes. Hey, guck mal, die kleinen, lange blonde Haare, das wäre ja Zufall, oder? Ja, klar. Die Frau Schlosser, die sich ja schon als große Hilfe für uns den ganzen Vormittag darüber ergeben hat, die konnte uns dann noch eine Beschreibung von dieser Kim geben. Zierlich, lange blonde Haare, natürlich im Alter der anderen Mädchen. Und diese Beschreibung, die ich mir abgeben lassen, die war sehr hilfreich, weil auf dem Weg zur Tankstelle kam uns genau ein solches Mädchen, auf die diese Beschreibung passt, entgegen. Bist du die Kim? Nein, das ist nicht Kim. Was wollt ihr denn, ey? Wir sind von der Ey, nun,
Guck mal, langsam. Kripo. Wir sind von der Kriminalpolizei. Wir sind im Rechtsstaat, weißt du? Ja, das macht ja nichts. Deswegen dürfen wir doch sprechen, oder? Hey, ist okay, Heinze? Ich habe auch nichts gemacht. Warte mal eben bitte. Warte mal eben bitte. Bleib mal, stehen. Wie, warum soll ich stehen bleiben? Ja, ja. Ich hab doch nichts gemacht. Kannst du mir doch mal eben sagen. Wenn du nichts gemacht hast, ist doch alles gut. Pass mal. Sag mir doch mal bitte in deinen Namen. Wenn du nichts gemacht hast, brauchst du dich auch nicht aufregen, oder? Gut, ist ja gut. Dann sind wir im Rechtsstaat hier. Habt ihr mal einen Ausweis da? Ich hab keinen Ausweis, Mann! Bleib hier! Das Ganze mündete dann in einen Fluchtversuch des Herrn. Und er kam allerdings nur 10 Meter weit, denke ich mal, schmiss auch seinen Rucksack, den er mit sich führte, weg. Und dann hatte ich ihn auch schon. Nö. Nee, wollt ihr von dem Fundbüro abgeben? Der hat ihn gefunden. Ja, ist klar. Und die Erde ist eine Scheibe, ich weiß. Schön hier bleiben. Ja, ist mein Ausweis. Philipp Heinze. Oh, was haben wir da denn? So, sind Sie verheiratet oder was? Nö. Philipp Heinze. Ha? Das ist nicht von mir. Na, was? Wer ist denn das? Das kenne ich nicht. Oh. Das ist nicht von mir. Kennst du das? Ja, das kommt mir bekannt vor, haben wir gerade schon mal gefunden. Das habe ich heute auch schon mal gesehen. Ist das Ihr Rucksack? Ich habe da noch nie gesehen, der Rucksack ist nicht von mir. Also den haben Sie nur getragen, im Auftrag, ne? Ich wollte den mein Fundbüro abgeben. Ich ja, klar. Gefunden. In dem Rucksack, der weggeworfen wurde, den ich dann durchsucht habe, habe ich einige Sachen gefunden, die ganz interessant waren. So zum Beispiel EC-Karten mit Namen, die überhaupt nicht zu dem Typen selber passten, sowie eine ganze Menge Bargeld. Oh, das ist ja interessant. Okay. Sachen von den anderen Mädels ist ja auch drin, das finde ich ja lustig. Die Namen, die auf diesen gefundenen EC-Karten standen, da klingelte es schon bei uns, weil die hatten wir vor gar nicht langer Zeit schon mal gehört. Es handelte sich nämlich um die Nachnamen der beteiligten Mädchen. Sollten das vielleicht morgen auch noch deine Freundinnen sein, wäre das schön, wenn du was erzählst. Genau. Was ist los? Weißt du, was hier los ist? Was haben das denn mit den Mädels? Warum sind die in der LKO? Haben die was getrunken? Sag doch, was ist denn? Ich tue dir, ist doch okay. Was ist denn los? Ich möchte doch nur wissen, was hier passiert ist. Als wir mit der Kim Richtung unseres Streifenwagens gegangen sind, kam dann plötzlich die Frau Schlosser auf uns zu. Die kennt natürlich die Kim, wollte dann natürlich von ihr wissen, sag mal, was hast du damit zu tun, was geht hier überhaupt ab? Dann wollte sie die Kim wohl irgendwie instinktiv am Arm berühren. Daraufhin hat das Mädchen sofort zurückgezogen, die Arme verschränkt beim zweiten Versuch. Die Frau Schlosser hat sich ja gar nichts Böses dabei gedacht, hat die Kim dann aufgejault. Also sie hatte offensichtlich Schmerzen. Der heißt genauso mit Nachnamen wie Sie. Kennst du den? Autos auf. Hast du den Mädels Alkohol oder sowas gegeben? Gar nichts habe ich gemacht. Gar nichts. Ich habe Herrn Heinze, nachdem er penetrant versucht hat, die Ermittlungen hier zu behindern, indem er immer wieder versuchte, seine Schwester sozusagen den Mund zu verbieten, in den Streifenwagen verfrachtet und habe ihm praktisch gesagt, er soll jetzt endlich mal die Klappe halten. So, was war los? Erzähl mal. Shoppen. Der hat mich halt angerufen und ja, dann. Keine Ahnung, dann hat er mich angerufen und ich kann halt meinen Bruder nicht anlügen, weil der hat mich auch voll oft schon geschlagen. Oh weia. Oh weia. Auf die andere Seite. Ja, das ist ja ein ganz süßes Früchtchen. Die Kim hat uns dann erzählt, dass die Mädchen auf großer Shoppingtour waren. Blöderweise hat die Kim das ihrem Bruder im Vorfeld erzählt. Und der hat jetzt natürlich das große Geld gewittert und hat gedacht, Mensch, also da ist was zu holen. Und wie sie uns erklärte, sind das eben Verletzungen, die ihr von ihrem Bruder beigebracht wurden. Das heißt, er hat das Mädchen massiv unter Druck gesetzt, damit es eben nicht auspackt, mitspielt und damit er an das große Geld kommt. Dann ist er halt vorbeigekommen später und dann hat er den allen Energy Drinks gegeben. Hier vorne. Genau, und mir hat er halt nichts gegeben und ich habe mir dann schon gedacht, dass da was drin ist und dann später hat er mir das halt auch gesagt. Und dann hat er gewartet, bis die Damen so langsam die Besinnung verloren haben, hat sich das Geld genommen, die EC-Karten und alles, was sie hier gefunden haben. Jetzt ist aber Ruhe hier! Mann! Ist das richtig so? Ah. Großartig. Das Geld kommt von der Bank, nehme ich an, von den EC-Karten, richtig? Ja, wir waren gerade an der Tankstelle. Okay. Wir haben dann nochmal Verstärkung gerufen, um die Beteiligten, also den Bruder und die Kim, zur Wache zu bringen. Der Bruder wird sich natürlich mit uns noch länger unterhalten müssen. Und wie wir mit der Kim umgehen, müssen wir mal schauen. Also wir hätten gerne natürlich die Mutter dann dazu gezogen. Die junge Dame hat Hämatome an den Unterarmen. Kannst du dir das mal angucken? Oh, das bedeutet vom Festhalten her. Die ist mit Gewalt festgehalten worden oder geschlagen worden sogar. Als Straftaten kommen hier für Herrn Heinze in Betracht einmal hier Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, natürlich eine Körperverletzung in mehrfachen Fällen, dann natürlich auch noch Diebstähle und auch noch ein Kreditkartenbetrug. Wir werden uns bei euch allen noch mal melden, wenn ihr dann alle wieder fit seid. Aber melden.
Aber melden, so. Genau. Tschüss. Wir müssen eben noch warten auf den Streifenwagen. Ja. Der Täter muss mit einer Haftstrafe rechnen. Seine Schwester vertraut sich ihren Eltern an. Sowohl sie als auch die anderen Mädchen werden keine Folgeschäden zurückbehalten.